Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play World of Warcraft Battle for Azeroth hier mit dem Allianz-Dämonenjäger Grasugor. Und wir sind ja immer noch dabei, den Tiragadis-Hund, unser erstes Questgebiet, auszuquesten. Und haben heute vor, da einiges an Progress weiterzumachen. Wir haben zum einen hier oben Quests, dann haben wir hier unten eine zum Abgeben. Da startet dann wahrscheinlich auch ein anderes Kapitel nochmal. Und dann haben wir natürlich hier die Sache mit diesen Anglern. Das ist natürlich auch ein Kapitel. Die Angelpunktbucht. Und der Sache nehmen wir uns heute gleich mal an, indem wir jetzt hier nach Harderfoot fliegen und erstmal diese Sachen da oben mit den Spinnen erledigen. Was ich auf jeden Fall auch wieder gemacht habe, was ihr vielleicht gerade hier sehen könnt, ist den Tankspec aktiviert. Der hat, wie gesagt, so ein etwas bräunlicheres, dunkleres Design, das sich ein bisschen an die Rüstung hält, die man hier im BFA-Content bis jetzt bekommen hat. Einfach nur, wir haben jetzt in letzter Zeit ziemlich viel mit dem DD-Spec gespielt und da dachte ich mir, einfach mal wieder zur Abwechslung mal den benutzen. Zumal sich das Let's Play ja auch auf einen Tank-Dämonenjäger bezieht und da ist es eigentlich auch ganz gut, den mal häufiger zu benutzen. Falls meine Stimme heute ein bisschen im Arsch ist und man das total hört, dann liegt das daran, dass ich gestern auf einem Konzert war und meine Stimme davon etwas geschädigt wurde. Aber ich denke mal nicht, dass das allzu störend ist. So, die Bären sind dann mal down. Oh, Kürschner natürlich. Das muss ich mit dem Charakter immer bedenken, dass ich das noch machen muss. Wenn man eine Zeit lang keinen Kürschner gespielt hat, dann fängt man da leicht wieder an, dem Mob einfach wegzurennen. Ohne daran zu denken, dass man dann noch was machen muss. So, machen wir es einfach mal so. Ach, diese Spinne. Ich bin außer Reichweite. Ja, man merkt auf jeden Fall gleich wieder, dass der Tankspec länger dauert, um die Gegner zu töten. Das ist schon sehr auffällig wieder. Aber es klappt ja wieder ziemlich gut eigentlich. Schön den Bärkürschnern hier. Die Boys muss ich auch noch befreien. Und dann hauen wir hier mal das Siegel drauf. Klatschen wieder unsere typischen Crowd Attacks hier rein. Und dann lässt sich der Tank doch ganz smooth spielen.
Ich habe mich jetzt in letzter Zeit ein bisschen damit beschäftigt, mal wieder einen kleinen Charakter im BFA-Content komplett hochzuziehen. Und ich muss sagen, man kann da echt immer noch super schnell durchquesten, wenn man so die ein oder anderen unrelevanten Questgebiete skippt. Das sind im Großen und Ganzen immer noch dieselben wie früher. Habe jetzt auch in letzter Zeit einen Questpartner immer mal gehabt. Da war natürlich dann auch dementsprechend nice, dass wir auch gleich immer Inis gefunden haben und so weiter. Den haben wir auch eingesammelt. Sehr schön. Die Bären sind fertig. Wie viel braucht man denn noch von den Spinnen? Wahrscheinlich auch keine mehr, oder? Die Holzfäller befreien. Ah, doch. Die Eier brauche ich noch, genau. Haben wir denn die Eier? Jetzt machen wir das so, pass mal auf. Zack. Und. Ach, verdammt, jetzt hat's nichts gebracht. Ich wollte die Zeit haben, zum den Typen zu befreien, aber das hat irgendwie nicht geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Sind die Spinneneier gleich nebenbei draufgegangen. Das ist zu weit entfernt. Wo haben wir denn noch mehr? Also da ist schon mal der letzte Holzfäller. Dann braucht man nur noch Eier. Die holen wir uns natürlich auch gleich. Aber zuerst hole ich mir die Kiste mit den Kriegsressourcen da oben. Das dürfte es dann gewesen sein mit den Eiern. Oh Gott, wie er ewig lang dauert. Okay. Da ist jetzt eine Kiste. Nehmen wir natürlich mit bei den EP-Gewinn. Dann haben wir hier eine neue Quest. Und soweit ich weiß, führt er uns jetzt zu der Spinne da in die Höhle. Genau. So, dann gehen wir mal zu der fetten Spinne hier und machen die kaputt. Die Bären sind immer noch gefiert.
direkt abgeben. Ich habe kein Ziel. Und Kirschner nicht vergessen. Oh Mann. Hört doch auf, mich zu nerven, ihr kleinen Drecksviecher. Gut, jetzt haben wir's. Jetzt können wir drüben abgeben. Da sind ja jetzt einige Quests fertig. Schauen wir mal, wie viel Prozent wir da einkassieren. Was verschafft mir die Ehre? Viel Glück. Okay, Medaillon besorgen. Petulas Medaillon. Da haben wir hier oben die Hexe und die hat den Shit für uns. Die hält irgendwie auch ziemlich viel aus. Immun gegen Fearn, ja, hätte ich mir fast gedacht. So, das Medaillon haben wir. Da ist ein Rare Mob, den nehmen wir natürlich gleich mit in der Höhle. Ich muss näher ran. Beschwörmer und dann geht's los. Das ist zu weit entfernt. Komm her. So. Ein Doppelherzkonstrukt. Das hört sich irgendwie nach einem fehlgeschlagenen Mutantenexperiment an. Nur diese Herzen, diese Hexentussis, da sind ja in dem Gebiet sowieso voll krass drauf. Aber ich habe mal gar kein Problem mit dem Leben verlieren. Der kriegt mich halt echt nicht runter. So, bisschen Azerit nehme ich doch gerne mit. Auch wenn ein neues Rüstungsteil auch nicht so blöd gewesen wäre. Und dann haben wir hier Questabgabe. Okay, dann hätten wir den Teil. Da oben ist gleich noch ein Rare Mob. Das ist dieser Hirsch, ne? Den kenne ich doch, der da. Ich glaube, der hat mir damals mit meinem Vergelter-Pala relativ große Probleme sogar gemacht. Der ist, wenn man dann einen DD hat, gar nicht mal so schlecht. Jetzt zieht er mir natürlich fast kein Leben ab.
muss ich natürlich wieder AOE-Damage machen, weil da mehrere kommen. Kann man hier die Typen vieren? Das wäre ganz geil. Oh, das geht sogar. Krass. Okay. Machen wir das doch. Der Ram-Up ist gleich down. Gut, den Hammer. Oh, die kann man alle kirschen an die Typen. Das sind Hirsche. Oh, neue Rüstung gekriegt. Okay. Und Gürtel. Ja, den kann man lassen. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, wo ich eigentlich hin möchte, ist an diesem markierten Fragezeichen da unten. Da geht es nämlich weiter. Aber ich nehme natürlich alle Rare-Mobs mit, die auf dem Weg so rumlaufen. Da ist nämlich schon wieder einer. Wen haben wir denn da? Ist er weg? Nein, kann nicht sein, oder? Ich wurde der jetzt gerade gekillt, oder was? Ach, da... Das ist so ein Wellenabwehr-Ding. Habe ich auch nichts dagegen, finde ich okay. Desorientiert, ey. So. Oh mein Gott, ey. Wie sie mich debuffen die ganze Zeit. Diese blöden Vögel. Jetzt kommt der Ram-Up. Ah, so funktioniert das. Okay, hab mir doch fast gedacht, dass man das irgendwie starten muss. Sonst verschwindet er doch nicht einfach. Honigverschmierter Gleiter. Okay. Wie lange dauert denn der noch? Der hat ja auch viel Leben. Aber jetzt ist er down. Okay. Habe ich geschafft. Dann geht's weiter. In die ursprüngliche Richtung. Oh, da muss man doch eh da hinten hoch, oder? Nächster Rare Mob. Ich komme heute nicht mehr da an, glaube ich.
kopiere die jetzt einfach alle. Dann regen sie mich eine Zeit lang nicht auf. So, down. Oh ne, die leben noch, Alter. Und hauen wir den wieder rein. So, jetzt sterben die anderen außenrum wenigstens mal allmählich alle. Die Füchse kann ich dann wieder kürschnern. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Gut. Dann geht's weiter. Da ist eine neue Quest, die nehmen wir natürlich mit. Nebenbei noch. Oh, den Eber. Er will, dass ich den Eber hier abschlachte. Das machen wir doch gerne. Schauen wir mal, wo der Eumel ist. Wahrscheinlich hier oben auf dem Berg. Ist zumindest so eine Vermutung. Nein, der ist unten in der Höhle. Okay. Kann ich auch mitleben, muss ich sagen. Hallo. Ich bin außer Reichweite. So, der Kohlhauer, ha? Huh? Wie sie einfach mal überhaupt nichts abziehen. Kein einziger Leben. Dein Lebensbalken wird fast nie, nicht mal einen Millimeter gesenkt. Und Quest erledigt schon wieder. Gehen wir gleich raus und schauen mal. Sind wir sogar fast an unserem ursprünglichen Questort angekommen, nach tausenden von Zwischenfällen. Schöne 23.000 EP, das ist nicht schlecht. Kann man mal mitnehmen. Verschafft mir die Ehre. Viel Glück. Genau. Und da haben wir jetzt wieder einen ganzen Haufen neue Quests. Und wir brauchen scheinbar diese Schweine hier gleich. Beziehungsweise diese Löcher. Genau, mach mal down hier. Alles zum Kürschner natürlich. Gut, dann schauen wir mal. Da ist noch so ein Eber. Dann haben wir hier wieder so ein Loch.
Ziel. Ja, und dann sollen wir wahrscheinlich auch noch die Vögel mit den Olas runterholen. Das ist ja auch noch ein Teil, den ich hier machen muss. Da unten rennt ein 120er Hordler rum. Schauen wir mal, haben wir nicht irgendwo noch... Oh, ich muss Kirschen an. Habe ich vergessen bei den letzten Mobs. Jetzt haben wir es nachgeholt. Da ist nochmal so ein Loch. Und Kürschnerei. So. Ich finde irgendwie wenige von diesen Vögeln, fällt mir gerade auf. Normal sollten doch hier einige mehr sein. So, 4v7 machen Damage. Und dann läuft das Ganze hier wie am Schnürchen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Gut. Oh weh, die muss ich wieder alle... Dass die auf jeden Fall da bleiben. Ich bin außer Reichweite. Weicher Wieselpelz habe ich jetzt 3 von 5. Da brauche ich jetzt also nicht mehr allzu viele Löcher. Ich schätze mal 1 oder höchstens 2. Weil ich glaube, ich hatte jetzt nicht so die mega miese Droprate von den Dingern. Ach, da ist ein Vogel. Der ist natürlich jetzt zu spät, wenn ich den angehittet habe. So. Ach, das mit den Hohlschnabeln zählt so auch. Wenn ich die einfach töte. Verstehe. So, 4 von 5, das müsste jetzt das letzte Loch sein. Das ist zu weit entfernt. Kaputt. Seitdem haben die wirklich nichts gedroppt. Ernsthaft? Na gut, dann halt nochmal eins suchen. Ich brauche ein Ziel. Und jetzt haben wir es fertig. Okay, alles gut. Jetzt sind wir durch. Schön Kürschnern.
Jetzt brauchen wir noch die Eber und die Vögel. Da ist noch so ein Vogel. Da ist noch ein Eber. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Okay, die Eber-Szene habe ich jetzt durch. Es fehlen wirklich nur noch drei so Vögel. Kriegen wir jetzt auch noch. So, hauen wir die Dinger da drauf. Da hat ja der Kill von dem Vogel hat ja gerade auch gezählt. Dann kann man das eigentlich hier auch so machen. Da ist wieder ganz viel zum Kirschern dabei bei dem Pool hier gerade. Dann der letzte auch schon, dann haben wir die Quest fertig. Und wieder Kirschnern. So. Ich denke, das geht klar. Jetzt können wir aufmounten und abgeben. Und dann sollten wir Level Up sein. Ahoi. Lasst euch nicht vom Klabautermann holen. Sehr erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Oh, jetzt kommt's. Jetzt hätten wir hier. Abwarten und Tee trinken. Oh, jetzt haben wir wieder. Jetzt können wir wieder die Kriegskampagne weitermachen. Nicht angreifen. Bringt der Wind Neuigkeiten? Gut, jetzt habe ich hier mal neue Quests. Jetzt schaue ich mal gerade, dass ich den Flugpunkt da unten annehme. Dass der auf jeden Fall mal safe ist zum Anwählen. Beziehungsweise schaue ich mal, ob ich ihn überhaupt schon habe. Kann nämlich auch durchaus sein. Ah, schaut nicht so aus, es sind neue Quests oben. Gut, dann nehme ich hier mal alles an, hol mir den Flugpunkt. Und dann mache ich mal den Ruhestein, gehe zur Stadt zurück und dann schauen wir mal das nächste Mal dann in die Kriegskampagne rein, in die nächste Stützpunkteroberung, die wir ab jetzt 114 machen können. Dann würde ich sagen, ist das jetzt erstmal hier der Part gewesen, der neue.
Und wenn der Ladebildschirm weg ist, kann ich mich auch richtig von euch verabschieden. So. Also, ich würde sagen, heute haben wir wieder ein kleines bisschen Fortschritt gemacht, haben halt wieder ein paar Quests abgeschlossen, sind weiter vorgedrungen, haben das Level aber erreicht, was das Wichtigste ist. Und das nächste Mal machen wir direkt hier in Boralus weiter mit der nächsten Kriegskampagnen-Quest. Und bis dahin sage ich, haltet die Ohren steif, ciao und bis zum nächsten Mal.